Gobbledybop-bop-bop. I'm a scared man. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ich gucke gar nicht in die Kamera und deswegen wie mir gütig. Wir machen heute wieder einen Bodenblock aus dem einfachen Grund, weil ich ein bisschen verbaselt bin. Das haben bestimmt die ersten von euch schon mitbekommen. Und da habe ich auf Twitter aufgerufen, mir unter dem Hashtag Bodenwaffel, das war richtig, dass ihr mir da ein paar Fragen stellt und dann haue ich einfach rein, probiere so viel wie möglich zu beantworten. Und ja, ich lege einfach los jetzt. Jojo fragt, gibt es bald mal wieder einen 24-Stunden-Stream? Definitiv, das ist sogar ein Muss. Aus dem Grund, weil ich diesen behinderten Schlafrhythmus habe und der wird immer schlimmer und geht immer weiter zurück. Das heißt, ich bin nachts sowieso mega lange wach immer und ich muss das einfach irgendwann machen, damit ich wieder zumindest für ein paar Tage normal leben kann wie ein normaler Mensch und nicht dann aufstehe, wenn es dunkel wird. Jojo fragt nochmal, magst du irgendeinen Namen besonders? Wenn ja, warum? Ich finde den Namen Fee für Mädchen super schön. Meine Cousine hatte immer irgendwie so eine Freundin, die hieß Fee. Fand ich irgendwie immer super süß, den Namen. Weiß auch nicht warum. Sam Lee fragt, was hat dich motiviert, mit YouTube anzufangen und was motiviert dich im Moment weiterzumachen? Mich hat eigentlich von Anfang an motiviert, keine Ahnung, ich finde dieses offene, also es gibt unglaublich viele Sachen, die ich an YouTube echt fantastisch finde. Aber eigentlich natürlich die Leute, die es auch machen, weil ich davon viele mal kennenlernen wollte. Und des Weiteren wollte ich sowieso immer Videos selber machen, mir Ideen ausdenken, wo ich meine ganze kreativen Nonsens-Ideen reinschmeißen kann. Und YouTube ist da einfach der perfekte Platz für, weil da eben Leute sind, die genauso ticken wie ich. Und auch Leute, die zugucken, die ticken meistens genauso wie ich. Und das finde ich eben so schön daran. Ella fragt, bist du eher ein Ich-muss-sparen-Typ oder eher einer, der alles sofort ausgibt? Ich gucke schon auf den Preis und gebe eigentlich nicht sonderlich viel Geld aus. Also meine größten Ausgaben sind eigentlich Essen und ansonsten kaufe ich mir vergleichsweise wenig. Irgendwie gehe ich so, ich glaube, jede 3-4 Monate mal einkaufen, so Anziehsachen, aber dann kaufe ich mir so 2 T-Shirts meistens und dann war es das. Also generell gebe ich ehrlich gesagt nicht viel Geld aus, ja, am meisten eigentlich für Spiele, aber da bin ich ja auch nicht so viel unterwegs, also Spiele und ja, Essen, aber ja. Frau Tourist Histories fragt, mal für irgendwas viel Geld ausgegeben, das jetzt nur noch sinnlos rumliegt, ja, und nicht nur eine Sache, ja. Claire Waffelpanda fragt, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Das Ei? Claire Waffelpanda, frag nochmal, was würdest du in deinem Leben erreichen? Machen wir nochmal. Was würdest du in deinem Leben gerne noch erreichen? Worauf bist du in deinem Leben am stolzesten? Ich bin momentan sehr stolz auf die Tatsache, weil ich auch eben so ein fauler Spast bin. Etwas Fettsack gesagt, dann hätte ich den Hatern in die Arme gespielt, aber so bin ich ja nicht. dass ich immer noch die Motivation habe, irgendwie YouTube zu machen und weil mir das so unglaublich viel Spaß macht und ich dann sehr gute Resonanz von euch kriege. Darauf bin ich momentan sehr stolz und ich bin noch stolzer auf mich, wenn ich das mit meinem Studium irgendwie gebacken kriege. Dann würde ich, glaube ich, echt austicken. Ella fragt, würdest du auf einen öffentlichen TS gehen und da mit Abonnenten reden? Habe ich schon mehrfach gemacht, mache ich dann meistens nach Twitch-Streams, da kündige ich das dann an. Twitch-Link ist in der Beschreibung. Himmelstern fragt, 3 Dinge, die du mit auf einer einsamen... Nochmal. 3 Dinge, die du auf einer einsamen Insel nehmen... Mitnehmen höchstwahrscheinlich dann. Also hat sie falsch geschrieben hier. 3 Dinge, die ich mitnehmen würde auf einer einsamen Insel. Eine Internetverbindung und der zugehörige Computer, das sind 2 und den eSIM. Ich gehe da mal davon aus, dass ich da irgendeine Unterkunft finde. Ist bestimmt eine warme Insel. Klappt schon. Mona! Bartha. Mona, schon wieder von Team Delay. Alter, Bartha. So, jetzt Mona von Team Delay fragt, würdest du gerne bei Aura mitspielen? Interessiert dir das Projekt nicht? Okay. Falls du schaust, für wen bist du? Ich glaube, für jemanden sein ist da in dem Projekt schwer. Ich setze mich damit nicht so viel auseinander. Ich finde das Projekt sehr cool.
Ich freue mich am meisten dann auf die Map, wenn das auf den Gomme-Server implementiert wird, denn Gomme ist ja mein Lieblingsserver, und wenn das dann so eine SG oder Ender Games Map wird, finde ich cool. Also ich finde die Idee dahinter cool. Ich schaue das jetzt aber nicht so viel. Es liegt generell daran, also nicht, weil ich die Leute nicht mag oder die Videos schlecht finde, sondern weil ich nicht sehr viele Let's Plays gucke. Und wenn ich Let's Plays gucke, dann meistens Zusammenschnitte von Amerikanern. Ella fragt, fährst du lieber Zug oder mit dem Auto? Auto. Brezel, RBN fragt, könntest du dir einen 48-Stunden-Stream vorstellen? Nee, das ist mir zu lang, glaube ich. Ich weiß schon, wie fertig ich nach dem letzten 24-Stunden-Stream war, weil das waren auch, ich glaube, 32 Stunden habe ich da gestreamt, weil ich kaum gepennt habe und voll früh aufgestanden bin dann, weil ich voll nervös war. Bunnyline fragt, wie findest du Mädchenjungs, die Bandanas tragen? Ich trage selber welche und finde es schön. Das ist jetzt so der neue Tuddle und Adi-Kick, der wieder ausgelöst wird. Ich stehe zu Bandanas genauso, wie ich vorher zu Bandanas stand. Wenn es dir Spaß macht, gerne. Es gibt Leute, denen steht's und denen steht's nicht. Und das Gleiche ist mit Speedos. Es gibt Typen, denen stehen Speedos und Mädchen, denen stehen keine Speedos. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich interessiere mich nicht für Bandanas. Himmelstern, hast du irgendwelche Tipps gegen diese dämliche Hitze? Du möchtest den ganzen Körper voll mit Eis machen. Guck mal, kaum redet man einmal über Tuddle, Alter. Und direkt das ganze, die ganze Rotze wieder oben mit den Sprachstörungen. Mann, also, machen wir mal so weiter. Du musst den ganzen Körper mit Eis machen. Und dann. Ich hab nichts, ich hab keine coolen Tipps. Dena's Fangirl. Hi, Warst du schon mal auf meinem Konzert? Warum verspreche ich heute so oft? Nochmal! Warst du schon mal auf einem Konzert? Wenn ja, welches? Ich war bei Crow in irgendwo, was ich nicht aussprechen kann. Ja, ich war schon auf einigen Konzerten, bei Papa Roach, Enter Shikari, und so weiter. David Garrett. Ja. Aber eher früher in meiner Schulzeit noch mit meiner besten Freundin und die war halt auch so voll die Konzertgängerin, die hat mich dann meistens immer mitgeschliffen. Jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr so viel, aber ja, das war das. Finde ich immer noch nach wie vor sehr cool. Ich vermisse auch seit 2 Jahren tierisch die Festivals, weil ich nicht mehr bei Rock am Ring war oder auf dem Hurricane und das ist scheiße. Einfach keine Zeit und Verplantheit. Vielleicht schaffe ich es ja zum Juicy Beats in Dings in ein paar Wochen. Oder ich glaube, es ist nächstes Wochenende. Juicy Beats vielleicht. Ich halte euch mal updated. Vielleicht ist ja jemand da. Himmelstern fragt wieder, welches Tier kannst du dir gar nicht, kann ich gar nicht ausstehen? Spinnen, Schlangen, Hasen. Also ich habe nicht besonders viel gegen Spinnen, aber wenn die so fett werden, dann habe ich ein Problem mit Spinnen, glaube ich. Also so haarige. Mona, gibt es YouTuber, mit denen du unbedingt mal aufnehmen willst, aber es nicht klappt, beziehungsweise ihr nicht dazu kommt? War früher ganz lange mit Herr Bergmann so, dass wir nie dazu gekommen sind, aber eigentlich gibt es sie nicht mehr, denn ich habe schon mit allen Leuten, die ich richtig cool finde, mindestens mal ein Video gemacht und wie gesagt, meine Projekte und so wie mein Kanal aufgebaut ist, bietet sich das nicht so krass an, aber irgendwie kriegt man das schon gebacken, sicherlich irgendwann mal mit ein paar Leuten wieder was zu machen. Anna fragt, was für eine Musikrichtung magst du besonders gerne? Akustische Musik, also so Akustikcover oder so akustisch eingespielte Sachen von irgendwelchen größeren Bands mag ich mega gerne. Bin dann nach wie vor ein riesiger Fan von diesem Paramore Unplugged und von Nirvana Unplugged. Das sind so zwei meiner Lieblings-Unplugged-Konzerte von MTV. Und dann so Deep House. Die beiden Musikrichtungen mag ich mega gerne. DH Sternchen? Ach so, Nekuchi, das ist die hat so ganz schöne Bilder gemacht. Die und unter anderem, Moment, ich zeige euch das mal kurz. Mein Screensaver von meinem Handy. Hat die gezeichnet. Und ich sage jetzt einfach mal die. Ich hoffe, das ist richtig. Sonst, der weiß bei Internet-Pseudonymen nie, ob das männlich oder weiblich ist. Bestimmt die. Auf jeden Fall sehr cool. Zeichnet sehr, sehr coole Sachen. Wenn du in einem RPG an. Ficky, Sprachfehler. Wenn du in einem RPG gefangen sein würdest, welche Klasse, Rasse und welches Aussehen hättest du? Ich war bei WoW, um da mal wieder zu verfallen, ist natürlich das Standard-Go-To. Immer ein Troll, glaube, das wäre ich aber nicht. Ich glaube, ich wäre eher so ein... Irgendwie sowas Bäriges. So ein Bär. Und was war noch? Klasse? So ein Schurke. Ich war immer Schurke, liebe Schurken. Oder Diebe, keine Ahnung, das ist ja in jedem Spiel anders, aber ist trotzdem immer gleich. Irgendwie sowas, so ein Dieb oder Schurke, immer so mit zwei kleinen Messerchen. Aus den Bär und Rasse, Klasse. Ja, genau das. Katrin aus der Easy Army.
fragt, wird es bald wieder eine neue Folge Trash News geben? Nee, das Format haben wir nach der ersten Folge eingestellt. Nee, das gibt's nicht mehr. Wie reagierst du, wenn ich meinen Fan einfach umarmt und sage, ich mag dich? Ist noch nie passiert. Finde ich jetzt nicht schlimm. Solange man... Ist doch schön, wenn einen jemand mag. Oder? Luna, mit wem wirst du auf der Gamescom rumlaufen? Hauptsächlich mit Andi und meinem Bruder. Aber sicherlich auch viel mit Paluten und Bergmann. Von daher, ja, müssen wir mal schauen. Ich wollte ein paar Sachen machen mit Rebi vielleicht. Wenn der Spacko das sieht, auf jeden Fall hat man das mal irgendwann mal abgequatscht, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, was auch wieder 70 Jahre her ist. Und, warte, habe ich die schon mal gesehen? Hab ich Rebi schon mal? Ja, beim Videopreis war das. Habe ich Rebi schon mal gesehen? Ne, mit dem wollte ich mal was machen, aber da hat man, glaube ich, mal drüber geschrieben, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall wieder meinen spontanen Gamescom-Video-Schissel machen, auf jeden Fall. Und vielleicht habe ich ja bis dahin schon meinen Real-Life-Kanal gestartet, den ich ja starten möchte, aber ich bin mir ja noch nicht sicher. Und ja, mache dann da noch so ein Behind-the-Scenes-Ding und auch viel vom Video-Day. Also ich werde auf jeden Fall wieder meine Videos machen und deshalb bin ich viel mit Andi unterwegs und ich denke, mein Bruder wird auch mit mir. Hast du Lieblingsbands? Wenn ja, welche? Oh, ein paar. Fragt German Love Affair. Momentan, also Nirvana natürlich, dann Paramore. Dann, ey, es gibt immer so viele und ich vergesse immer so viele, das kotzt mich dann immer an. Und so weiter, kann man das sagen? Ich habe immer super viele, ich vergesse viele. Vielleicht, ich schreibe das selber, glaube ich, nochmal in die Kommentare, wenn ich dran denke, was ich da so alles ausgelassen habe. Es sind auf jeden Fall immer ein paar und dann komme ich immer in so nach, scheiß drauf, ich lebe meins weiter. Buffy Bun fragt, was ist dein größter Traum? Eigentlich mal irgendwann, glaube ich, mit den Jungs irgendwie so in so einem Haus zu sein oder so ein bisschen einfach rumzureisen. Ich habe voll Bock, einfach rumzureisen. Ich gucke momentan viel zu viele Vlogger und einer meiner größten Träume ist es momentan, so viel Freizeit zu haben und irgendwie YouTube machen zu können und dabei einfach so Vlogs, so Videoformate zu machen und euch mitnehmen zu können. Deswegen beneide ich gerade die Jungs vom Roadtrip ein bisschen. Ich habe das ja letzten Sommer gemacht, auch genauso, auch mit Andi zusammen. Und dann sind wir einfach komplett durch Europa gefahren und das war richtig geil und haben mega viel gesehen und mega viel mitgenommen. Das würde ich super gerne nochmal machen mit einer Kamera und halt nicht nur so Europa, sondern auch mal ein bisschen weiter ganz gerne. Marius Neffe fragt, was hältst du von Youngster Spring MTG? Keine Ahnung, was das ist, Digga. Keine Ahnung, was das ist. Mona fragt nochmal, wie oft wirst du erkannt auf der Straße beim Einkaufen und so weiter? Ist bis dato zweimal passiert? Nicht so oft, aber ich bin auch ein Let's Player, ich gehe nicht so viel raus, ist einfach so. Also, keine Ahnung, das hört sich voll traurig an. Ich gehe nicht so viel raus, aber wenn ich mal weggehe, dann ist es halt abends und dann gehe ich mit Freunden in eine Kneipe und Kneipe ist, glaube ich, nicht so da, wo sich meine Zielgruppe rumtreibt. Des Weiteren ist mein Kanal vergleichsweise und das jetzt extra so in so, ne, Dingern, klein und, da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht gerade in einem Bus in Köln ist mittags, relativ gering, glaube ich. Also das passiert den anderen Jungs auch nicht so häufig. Außer man ist Simon und hat fette Dreadlocks, dann wird man halt, und einen millionengroßen Kanal, dann wird man halt deutlich öfter erkannt. Aber wie gesagt, ich genieße das sehr, auch, dass es nicht so ist. Das ist voll böse. Ich habe nichts dagegen und fand die Male auch sehr witzig, als das passiert ist, aber sonst... Welches Game freust du dich dieses Jahr noch, fragt Luna. Keine Ahnung, ich bin mega uninformiert momentan. Ich freue mich echt auf die Gamescom, damit ich mal wieder informiert bin, was so kommt. Becky fragt, zockst du Minecraft auch außerhalb von YouTube, also ohne Aufnahme aus Spaß oder eher nicht so? Doch, schon sehr viel. Also ich zock eigentlich ja, wenn, dann nur Minecraft und dann viel Survival Games. Viviane fragt, welche drei Dinge möchtest du in deinem Leben noch getan haben? Einmal um die Welt reisen, irgendwann will ich mal Bungee-Jumpen und ich will mit irgendeinem Promi mal rummachen, mit so einer, keine Ahnung, ich sag immer Jennifer Aniston, aber eigentlich Jennifer Aniston ist schon ein bisschen zu alt, Mila Kunis oder so, ich will mal Mila Kunis küssen, das ist auf meiner Bucketlist. Dominik fragt, magst du Kekse? Also ich mag Kekse auch. David fragt, erkennst du öfters Leute wieder aus deinen Kommentaren, Videos, Streams? Jo, auf jeden Fall. Ja,
Und das war's schon. Lustigerweise ging heute echt nicht viel ab. Es sind auch uhrzeitentechnisch alles schwierig. Deswegen entschuldige ich mich auch jetzt schon mal, dass das alles nicht so zeitig geklappt hat. Wie gesagt, mir ging es heute Morgen nicht so gut und ich lag recht lange flach. Und das tue ich jetzt auch wieder. Wenn euch das Video aber gefallen hat, dann könnt ihr sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir, das hilft euch und... Das hilft euch? Ja, das hilft euch. Das macht euch gesund. Das heilt euch von... Husten. Ein Like heilt euch von Husten. Yay, nie wieder husten. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich habe ja gesagt, ich mache diese Bodenvlogs ein bisschen öfter, weil ihr die mögt und weil ich dann auch probiere ja alle Fragen immer vorzulesen, so wie heute, die mir gestellt wurden. Und falls ihr neu dazugekommen seid und auch gerne Fragen stellen würdet, ich mache das meistens auf Twitter. Link zu Twitter unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich sag tschüss. Ich wollte das so cool machen, aber jetzt habe ich mir so auf die Nase gefasst. Egal, einfach so tun, als wäre es gewollt. Tschüss.